Was wäre eigentlich, wenn Severus Snape Harry Potters Vater gewesen wäre? Das und mehr jetzt in diesem Video. In unserem heutigen Video werden wir ein weiteres, etwas skandalöses Was-wäre-wenn-Szenario besprechen. Was wäre, wenn Severus Snape, Hogwarts-Professor, ehemaliger Todesser und wirklich talentierter Zauberer, Harry Potters biologischer Vater gewesen wäre? Bevor ihr euch jetzt darüber aufregt, wie dieses hypothetische Szenario den Harry Potter-Kanon stören würde, möchte ich euch zunächst sagen, dass sich nicht viel geändert hätte. Zumindest nicht in den eigentlichen Büchern oder Filmen. Jedenfalls nicht so, wie ich es sehe. Fangen wir also gleich an. Okay, damit Snape Harrys biologischer Vater sein konnte, hätte er natürlich eine romantische Beziehung mit Lily Evans, der zukünftigen Mrs. James Potter, gehabt haben müssen. Da Lily und Severus seit ihrer Kindheit beste Freunde waren, ist das nicht so weit hergeholt. Ich meine, so etwas passiert doch immer wieder. Beste Freunde suchen Trost in den Armen des anderen, in den Zeiten von Traurigkeit, Stress oder Beziehungsproblemen mit ihrem Partner. Und dann passiert sowas. Eine Sache führt natürlich zur nächsten. Sie verstehen einander auf eine Weise, wie es nur Freunde aus der Kindheit können. Und ehe man sich versieht, haben sie eine heimliche Affäre. Also folgt hier eine Theorie, wie sich dieses Szenario für Severus und Lily abgespielt haben könnte. James Potter und Lily Evans begannen in ihrem siebten und letzten Schuljahr in Hogwarts miteinander auszugehen. Nach dem Abschluss machte der verzweifelt in Lily verliebte James im Alter von nur 18 Jahren volljährig ihr einen Heiratsantrag. Die beiden heirateten dann irgendwann zwischen 1978 und 1979, bevor Lily im Herbst 1979 schwanger wurde. Harry Potter wurde im darauffolgenden Sommer 1980 geboren. Klingt ziemlich einfach und einleuchtend, oder? Also, wie um alles in der Welt könnte Snape möglicherweise darin verwickelt sein? Nun, man muss sich das einmal so vorstellen. Jahrelang bevor James und Lily im siebten Schuljahr zusammenkamen, hielt Lily James für einen arroganten Tyrannen. Anders als viele ihrer Mitschüler war sie unbeeindruckt von seinen Quidditch-Fähigkeiten, seiner Gruppe beliebter Freunde und seiner allgemeinen Angeberei. Hinzu kam, dass eines von James' Lieblingszielen, Severus Snape, Lilys bester Freund war. Man kann sich vorstellen, warum es für Lily nicht lieber auf den ersten Blick war, wenn es um James Potter ging. Was wäre also, wenn sie, nachdem sie James endlich eine Chance gegeben hat, er war einige Jahre lang in Lily interessiert, bevor sie zusammenkamen, Momente erlebte, in denen er sich immer noch wie ein arroganter Narr verhielt? Und sie das natürlich merkte und störte. Momente, die zur Sturheit und Dickköpfigkeit führten und die oft zu heftigen Kämpfen zwischen beiden führten. Vielleicht stimmten ihre moralischen Ansichten im Großen und Ganzen überein, besonders was den ersten Zaubererkrieg, die dunkle Magie und Voldemort betraf. Aber in bestimmten Themen oder, ich wage es zu sagen, bei bestimmten Zauberern gab es vielleicht Spannungen. Man könnte argumentieren, dass Lily sogar nach dem Schulabschluss weiterhin für Severus eintrat, trotz seiner bekannten Verbindung zu Voldemort und den dunklen Künsten. Das würde natürlich zu Konflikten mit James führen. James argumentierte vehement dagegen, dass je wieder über Snape gesprochen werden sollte, während Lily verteidigte, dass die meisten Menschen sowohl Gutes als auch Schlechtes in sich haben. Dieser spezielle Streit wäre sicherlich nicht gut angekommen. James wäre vor Eifersucht und Unglauben außer sich gewesen. Warum sollten sie einen bekannten Todesser verteidigen? Irgendwann hätte Lily dann genug gehabt. Sie wäre aus ihrem Haus in Godric's Hollow gestürmt, in eine dunkle, kalte Herbstnacht. Bevor sie wusste, was sie tat, suchte sie nach ihrem alten besten Freund Severus. Sie wusste, wer Severus wirklich war, und sie würde James und allen anderen, die an ihr zweifelten, beweisen, dass sie Unrecht hatten. Snape, der seit seiner Kindheit in Lily verliebt war, hatte vielleicht nach ihr Ausschau gehalten, sodass es nicht für sie schwierig war, ihn zu finden. Und sie fand ihn natürlich. Er tröstete sie. Sie sah in ihm den guten Zauberer, von dem sie wusste, dass er es war. Er war so ganz anders als James mit seiner Arroganz, und bevor sie es wusste, war sie ihm untreu. Nun, es war nur ein einziges Mal passiert, aber einmal war genug. 9 Monate später, am 31. Juli, wurde Harry Potter geboren. Lily war sich nie hundertprozentig sicher, wer Harrys biologischer Vater war, Severus oder James, obwohl sie einen Verdacht hatte. Aus Schuldgefühlen stimmte sie zu, Harry nach James' Großvater zu benennen und James zu seinem zweiten Vornamen zu machen. Vielleicht dachte sie sogar, wenigstens wäre der Junge dem Namen nach James Potters Sohn, wenn nicht schon anders. Natürlich kam dann die Prophezeiung heraus und Voldemort beschloss, Harrys Leben zu beenden.
und das Leben seiner Eltern, bevor die Prophezeiung eine Chance hatte, wahr zu werden, wie wir in diesem Gespräch zwischen Snape und Dumbledore sehen. Die Prophezeiung, die Vorhersage, Trelawney. Ah ja, wie viel haben Sie Lord Voldemort mitgeteilt? Alles, was ich gehört habe. Deshalb, genau aus diesem Grund, denkt er, dass es Lily Evans bedeutet. Die Prophezeiung bezog sich nicht auf eine Frau. Sie sprach von einem Jungen, der Ende Juli geboren wird. Du weißt, was ich meine. Er denkt, es bedeutet ihren Sohn. Er wird sie jagen, alle töten. Wenn sie dir so viel bedeutet, wird Lord Voldemort sie doch sicher verschonen. Könntest du nicht um Gnade für die Mutter bitten im Austausch für den Sohn? Das habe ich. Ich habe ihn gebeten. Du ekelst mich an. Dann versteck sie alle, krächzte er. Bewahre sie. Sie in Sicherheit, bitte. Wie wir leider wissen, konnte weder Snape noch Dumbledore Lily oder James in Sicherheit bringen. Voldemort ermordete sie beide. Und Snape in seiner Verzweiflung über den Verlust der Liebe seines Lebens rannte wieder einmal zu Dumbledore. Wie das ausging, wissen wir natürlich alle. Aber vielleicht denkst du jetzt, hätte Snape angesichts des Zeitpunktes von Harrys Geburt nicht gedacht, dass Harry sein Sohn sein könnte? Hätte er sich nicht mehr um den Jungen gekümmert, wenn er gewusst hätte, dass es sein Kind sein könnte? Nun, nicht unbedingt. Snape hätte Harry sehr leicht die Schuld dafür geben können, dass er Lily in Gefahr gebracht hat. Immerhin war Harry der Grund, warum Voldemort hinter den Potters her war. Für einen verliebten, verzweifelten Severus war Harry der Grund, warum er nie sein Happy End mit Lily erleben konnte. Denn wenn sie nicht gestorben wäre, hätte sie vielleicht den Weg zu ihm zurückgefunden. So wäre die Beziehung zwischen Snape und Harry geblieben, wie sie in der Serie eigentlich auch war. Angespannt, feindselig und doch irgendwie fürsorglich. Immerhin hat sich Snape tatsächlich mehr als einmal um Harry gekümmert. Er rettete ihn zum Beispiel vor Professor Quirrells Beschwörungsformel während des Quidditch-Spiels in seinem ersten Jahr. Dann half er Harry, Okklumentik zu lernen, um seinen Geist vor Voldemort zu schützen. Er entdeckte sogar, dass Harry in der Halbblutprinz sein altes Lehrbuch benutzte, aber er stellte Harry nicht bloß, obwohl er durch die Zaubertränke gemogelt hatte. Das ist dein Exemplar von Zaubertränke für Fortgeschrittene, stimmt's, Potter? Ja, sagte Harry, immer noch schwer atmend. Bist du dir da ganz sicher, Potter? Ja, sagte Harry mit etwas mehr Trotz. Snapes Reaktion auf Dumbledores Eingeständnis, dass er Harry im Grunde genommen nur als Schwein zum Schlachten aufgezogen hat, deutet ebenfalls darauf hin, dass er sich wirklich um Harry sorgte. Ich habe für dich spioniert und für dich gelogen, mich für dich in Lebensgefahr begeben. Alles sollte dazu dienen, Lily Potters Sohn zu beschützen. Und jetzt erzählst du mir, du hättest ihn aufgezogen wie ein Schwein zum Schlachten? Man beachte, dass Snape Lily Potters Sohn sagt, nicht James. Ich sage es ja nur. So, Zeit für ein kleines Fazit. Wie du sehen kannst, denke ich nicht, dass sich aus der Sicht des Lesers oder des Zuschauers viel an der Saga geändert hätte. Meiner Meinung nach hätte es nur eine Szene gegeben, die anders verlaufen wäre, als Harry die Erinnerungen sah, die Snape ihm kurz vor seinem Tod in die Heiligtümer des Todes gab. In dieser Version der Erinnerungen von Snape wären die ersten paar gleich geblieben. Aber die Rückblenden hätten auch das Eingeständnis enthalten, dass Lily und Snape eine Affäre hatten und dass Severus den Verdacht hegte, dass Harry sein leiblicher Sohn war. Ja, natürlich, das wäre eine umwerfende Enthüllung gewesen. Aber im Vergleich zu der Tatsache, dass Harry auch erfuhr, dass er sterben muss, um Voldemort zu besiegen, wäre das wohl nicht der größte Schock dieser Reise in der Vergangenheit gewesen. Daher denke ich immer noch, dass dieselben Hexen und Zauberer aufgetaucht wären, als Harry den Stein der Auferstehung benutzte. Immerhin hat James nie geahnt, dass er nicht Harrys Vater war. Und er hat Harry sehr geliebt. Und wie bereits erwähnt, war Snapes Beziehung zu Harry etwas komplizierter. Auch die Namen von Harrys und Ginnys zukünftigen Kindern hätten sich nicht geändert, da sie einen ihrer Söhne Albus Severus Potter nannten. Und das war es auch schon wieder mit diesem Video. Wenn Severus Snape der biologische Vater von Harry Potter gewesen wäre, hätte sich nicht viel an der Saga geändert. Aber was denkst du darüber? Denkst du, es hätte große Auswirkungen gehabt? Hat euch dieses Was-wäre-wenn-Szenario gefallen oder nicht? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.